Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe Let's Play Together Torchlight 2 mit der lieben Manuela aka Axaria und hallo. Natürlich mir, dem Max von Simply Awesome. Du, ich wollte jetzt gerade um dich herumlaufen, wie du das bei mir immer machst, aber du bleibst ja nie stehen. Du hast ja Hummeln im Arsch. Ja, das darf man das sagen im Fernsehen. Ich bin eh, ich hatte jetzt gestern mit Chris die Diskussion, ich will auf YouTube keine Vorbildfunktion sein, weil ich mich dann verstellen müsste. Mhm. Wenn ich pädagogisch und auch immer politisch korrekt wäre, wäre ich relativ langweilig. Und deswegen sage ich auch Scheiße und was für ein Wichser und das sage ich. Das ist okay. Ja. Das muss man manchmal, glaube ich. Richtig. Es kommt darauf an, wow. Wenn die Schüler wieder mit dem Bus fahren frühs, das ist ja echt heftig. Also so wie die reden, da wird sogar ich rot. Ja, ja. Aber die reden da mit ihren Freunden so, gell? Ja, ja. Also nicht, dass du glaubst, die streiten gerade oder so. Die beschimpfen sich schon als Arschgeige, wenn sie sich da begrüßen, wenn da einer zusteigt oder so. Also ich sag auch schon mal zu meinem, obwohl ich sag nicht Arschgeige, ich sag dann schon mal du Flachschippe oder sowas, weißt du? Ja, aber das klingt wenigstens niedlich. Ja, aber ich so richtig beleidigen meine Freunde tue ich nicht. Also ich beleidige schon mal Menschen und sag, was für dumme Kackspasten sie sind, aber nicht meine Freunde. Das braucht man manchmal, das muss sein. Ja. Manchmal muss das einfach. Oh, wollen die mal hier stehen bleiben? Ich hasse das, wenn die diesen scheiß Skill da machen. Ich hasse sie. Wegpunktportal, das ist aber nicht meins, oder? Nein, das ist einfach so ein standardmäßiges. Ja, aber hier haben wir... Wo habe ich irgendwo eins stehen lassen? Irgendwo. Guck mal, hier ist die Sphinx. Zu der wir hin müssen. Die ziemlich imposant aussieht. Oh, krass, die bewegt sich. Sprich mit mir. Okay, geschwind. Wir müssen jetzt wieder ganz nach oben. Wollen wir uns einmal nach Zipiresh porten und dann von da aus weitergehen? Weil dann sind wir, glaube ich, schneller. Porte ich doch bitte einmal nach Zipiresh. Kann ich schon. Ja, bist du schon? Ob ich das will, weiß ich nicht. Ich bin schon da. Natürlich, ne, ich komme natürlich mit. Weil dann haben wir einen kürzeren Weg. Müssen nicht ich muss jetzt überlegen, Zipiresh, wohin? Hä? Ja, Zipiresh. Ist mir irgendwie an mir vorbeigegangen, dass das doch hier so heißt. Und dann gehen wir nämlich... Ja. Ja, ne, klingt echt so. Zipiresh, da klingt so ein bisschen wirklich nach Wüste. Wieder raus, jo? Ja, ja, okay, weil dann, ansonsten hätten wir die ganze Wüste nochmal denselben Weg hochlaufen müssen. Bist du faul? Ja. Ich auch. Ja. Ich hätte am liebsten ein Lootpad, so faul bin ich. Ich habe da in irgendeinem MMO mal ein Lootpad gehabt. Ich habe es so geliebt. Ja. Fernkämpfer nur irgendwo hinstellen und alles um dich herum einfach nur wegmetzeln und dann irgend so ein kleines Tierchen laufen lassen und das Loot einsammeln. Das ist geil. Ich habe das bei WoW. Ich spiele ja einen Jäger und Jäger spielen immer mit einem Begleiter. Also zumindest haben sie das früher gemacht. Und da kannst du auch skillen, dass der Begleiter deine Beute, dein Loot aufsammelt. Echt? Ja, das ist so. Aber das ist cool. Das ist genau meins. Oh, Level 20. Hä? Oh. Ich weiß es auch nicht. Ich bin ganz überrascht. Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht. Ich bin gerade mal halb voll. Ja, voll bin ich auch nicht. Ich auch nicht. Oh, lass mich in Ruhe. So. Aha. Bitte nehmt das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, wir können uns jetzt eine Blume auswählen. Nein, aber irgendwas greift mich gerade. Das ist aber nicht nett. Weg da. Was haben wir denn hier? Oh. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Ich bin ja echt so ein WoW-Noob, das ist traurig. Ach. Doch, nein, ich finde es manchmal schon beschämend. Das ist, da muss man sich nicht schämen. Wenn ich den Leuten erzähle, wie ich angefangen habe, dann fassen die sich an Kopf. Was war denn dein allererstes MMO, weißt du das noch? WoW, tatsächlich. War es wirklich das erste? Ja, ja. Cool. Ja. WoW war wirklich das erste MMO und ich liebe es bis heute.
Das ist aber meistens so, gell, dass das erste so einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Ich hab ja auch schon viel MMOs also ausprobiert. Jo. Ich auch. Oh. Ich hab Guild Wars 2 habe ich ausprobiert. Ich habe League of Legends eine Zeit lang gespielt. Aber keins konnte mich so fesseln wie World of Warcraft. Man hat dann irgendwie so hohe Erwartungen, weil man will, dass das Neue genauso geil ist und genauso so fesselnd ist, wie das, was man als erstes gespielt hat. Aber allein die Story hinter WoW ist viel zu gut. Zum Turm des Mondes. Das klingt gefährlich. Ja, ja. Aber das klingt auch irgendwie sehr interessant. Ja. Das klingt gefährlich und beide sind drin. Zack. Ja. Oh. Ach du Scheiße. Ach du heiliger Quagel. Okay. Ach stimmt, mein Zauberstab verbessert sich ja, wenn ich ihn benutze. Das machen nämlich die legendären Waffen. Da musst du mal gucken, da steht immer drinnen, dass du irgendeine gewisse Art von Mob, glaube ich, killen musst. Und wenn du da eine Anzahl hast, die drinnen steht, dann kriegst du noch extra was dazu. Ach ja, das ist ja cool. Welche Attribute, ja. Oh, kann der mal bitte aufhören? Alter, hast du das gesehen jetzt? Das war geil. Hilfe! Oh, cool. Da kommt nämlich aus dem Brunnen immer was raus, da hier. Ja. Was das da sein soll. Das sieht aber echt cool aus. Das ist richtig cool gerade. Das ist auch ein richtig cooler Gegner, finde ich. Oh. Droppt aber nichts. Ein Gefängnisschlüssel, danke. Ja, den brauchen wir wahrscheinlich. Können wir deine Oma rausholen. Ja. Wer nicht weiß, was womit es damit auf sich hat, der schaut sich einfach mal die letzte Folge an. Klick, geil. Ja. Das habe ich aber gut gemacht, gell? Ja, das war echt... Das echt gut. Wo bist denn du, meine Liebe? Ich hab hier noch einen so einen Zombie. Ach so, ja. Ich habe hier auch noch ein paar Skelette. Freundlich so, mit dem Hammer. Wir sollten in die gleiche Richtung laufen, gell? Ja, das... Aber ich soll dir noch laufen, das wäre schlauer. Wieso? Ja, weil du da Tanky bist. Ja, das stimmt. Ja. Ich will... Hörst du jetzt mal auf, da zum Bohren und zum Hämmern? Gefängnisschlüssel. Hier haben wir... Duros die Klinge. Ich hab jetzt da... Zum Kommandeur Mustafa in der Knochenwüste zurückkehren. Okay. Da liegt noch was, das hebe ich noch auf. Hup. Da ist schon wieder Party bei dir. Ja. Sarkophag, mach auf da hier. Ein bisschen Gold, eine Urne. Aber ich finde hier das Design ziemlich geil. Ja. Sieht schon ziemlich tüfter aus. Ich bin gespannt, was da noch so für Gebiete kommen. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich auch. Also ich bin schon sehr angetan jetzt von hier der zweiten Welt. Oh, hier, guck mal. Oh, da wuselt's. Was ich bei Torchlight 1 war, ist so cool hier da das... Oh, Stufe 19 endlich. Dankeschön. Oh, GZ. Gebühren? Nee, GZ, nicht GZ. Ich weiß, ja. Ich war jetzt verwirrt. Hä? Ja, die GEZ. Aber die bezahle ich immer brav. Ja, ich zahle die ja noch nicht. Meine Eltern. Aber bei uns heißt die anders. Ah, okay. Ich überlege gerade, wie, ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ich habe ja das große Glück, dass meine Eltern noch bei mir wohnen und deswegen. Ach so. Ja. So, ja, das ist ganz, ganz angenehm. Oh Mann. Aber man glaubt ja nicht, wie schnell die sind, wenn man umzieht. Dann hat man gleich den Brief unten drinnen, da im Briefkasten, und steht, ja, du bist ja umgezogen, das freut uns sehr. Und vergiss nicht, deinen Fernseher anzumelden. Müsst ihr noch einzelne Geräte anmelden? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das war, aber ich bilde es mir fast ein, ja. Weil soll ich dir was Unfaires sagen? Bei uns ist das so, da wird einfach ein Allgemeinbetrag von jedem verlangt, egal ob er einen Fernseher hat oder nicht. Ich muss jetzt nämlich ehrlich sagen, ich habe das vor Gott, wo ich von... Wollen wir hier mal rein? Ja. Oh Gott, nee, da reicht. Das klingt schon so tödlich. Wo ich von Dresden wieder nach Österreich gezogen bin quasi, da habe ich dann das neu angemeldet bei der GIS. Genau, GIS nennt sich das bei uns. Und da kann ich mich gar nicht mehr erinnern, was man da angeben musste. Und dann habe ich immer nur Adressen gewechselt. Also hier da... Neue Anschrift bekannt gegeben. Ja. Oh, war ich immer zu faul, dass ich das neu mache.
Aber ich glaube, dass das wirklich so war, dass man da angeben musste, dass man da hier einen Fernseher und zwei Computer und dieses jenes. Ich glaube. Und das Lustige ist, wenn wir das jemandem erzählen, dass wir zwei Computer haben oder zwei Laptops oder wie auch immer, dann schauen die immer alle so, hä, warum zwei? Ja. Wo soll ich denn teilen? Richtig. Ist das so verwunderlich? Ich weiß es gar nicht. Nö, also. Eigentlich nicht, oder? Zum Beispiel, wenn ich nächstes Jahr habe ich ja fest vor, mit meinem Bruder zusammenzuziehen. Und er wird ja, das. Zieht ja nach Österreich, oder? Oder wie war das? Ja, natürlich. Ja, von hier. Ja, klar. Ja. Ich stehe in irgendeiner Giftwolke drin. Ja, oh. Ich auch. Ich halte es Gott sei Dank ganz gut aus, so als Tank. Aber der ist auch ziemlich fies hier, der Typ, ne? Mhm. Oh, ich darf da nicht drin stehen bleiben, da bin ich gleich. Verpisse dich jetzt. Oh, jetzt aber. Ernsthaft? Flickwerkslipper. Schlipper. Ja, es ist keine Unterhose, es sind Stiefel. Aber Schlipper wären noch cooler gewesen. So, jetzt muss ich ganz kurz da mein Inventar da hier. Ja, ich auch. Giftring. Den schmeiße ich, glaube ich, mal raus. So, ich muss da jetzt mal aufräumen, weil hier geht hier. Ja, bei mir ist es langsam auch ein wenig voll. So. Aber es gibt wieder gut Geld hier. Krallen? Benutzt du Krallen? Nee. Ah, du nimmst ja Schild, genau. Genau. Ich muss noch ein bisschen auf Fokus gehen. So, das weg. So, ich bin jetzt aber mal dekadent, weil ich besorge mir jetzt neue Tränke. Und zwar andere. Dieses und jenes und dann gucken wir noch mal, dann kann ich nämlich yay, endlich den coolen Gürtel anziehen. So. Hier, schau auch mal, wir haben neue Tränke bekommen, ne? Wir bekommen jetzt große Mana-Tränke und große Heiltränke. Ich schon. Ja, ich nehme mich noch nicht, ich merk's gerade. So. Nein, ich hab's beim Mana, habe ich es extrem gemerkt. Und da habe ich mir gleich die höheren geholt und dachte, okay, dann nehmen wir für die HP auch die höheren zur Sicherheit. Ach so, ja. Wie viele HP hast denn du? Ich habe 1300 HP. Okay, ich hab 1261. Ja, gut. Und wie viel Mana? Mana habe ich 105. Ich habe 177. Ja, okay. Ich glaube, du brauchst das auch eher. Ich hätte mal gedacht, dass du so dreimal mehr HP hast oder so. Was ist das denn? Das ist nicht möglich. Ach so. Das kann ich meinem Begleiter zu essen geben. Dann verwandelt er sich in irgendeine Bestie. Interessant. Ich habe einen Edelstein für dich. Okay, Edelstein. Wenn du möchtest, hier da zum Sockeln. Eine Scherbe, so, mit Gesundheit. Ach, ich habe eigentlich noch genug Sockel und brauche momentan echt nichts. Aber danke, ist lieb von dir. Na, dann hebe ich's für dich auf, weil ich glaube, das ist... Ja. Oh, eine Truhe. Schlau, wenn du das nimmst. Ja. Oh, ich habe einen Erfolg freigeschaltet in Steam. Truhenöffner? Plünderer. Ach, Plünderer. Okay. Was ist das hier? Okay. Hm? Das ist eine Muschel oder irgendwas. Okay. Keine Ahnung. Hier haben wir ein Altar mit noch ein bisschen Gold. Wie das zuckt, guck mal. Siehst du das, wie das da hier da bei der Pflanze, wie das zuckt? Ach so, ja. Ja. So ein bisschen insektenmäßig. Ah, guck mal, hier sind wieder ein paar Gegner. Oh, was ist denn hier los daher? Oh! Flüchten! Ach, die sind aber süß, die Kleinen, guck mal. Ja, ne, irgendwie. Niedlich. Niedlich. Ja, irgendwie, hier ist auch noch ein Zermalmer. So, der kriegt jetzt hier erstmal... Auf die Mütze. Ja. Siehst du das? Hier ist einer hinter der Mauer. Ah, jetzt. Ja, Feigling.
Ist auch noch ja, so. Ja, der Ibizmu ist das. Der Ach so. Ibizmu. Ibizmu. Aber der droppt ziemlich schnell hier. Oh. So. Ruhm erhöht. Ah, guck mal, hier ist es. So ein kleines. Ich finde die Kleinen ja irgendwie echt niedlich. Ja, süß. Ein was? Ein Knüffel? Was liegt hier? Knüttel. Ich habe auch noch was für dich. Ein Gürtel. Ich gebe dir das mal für später. Ach so, ja, gerne. Danke. Bitte. Was ist das hier? Schaden. Okay. Okay. Ah, jetzt reicht's aber. Der Bohrer immer noch? Ja, das nervt so. Oh. Das ist aber echt. Oh, du Ärmste. Da werde ich aggressiv. Alles wird gut. Was ist hier? Eine Kapsel. Das ist genau das, habe ich vorhin da aufgeschlagen. So, keine Ahnung, eine Knospe oder so. Ja, sieht so ein bisschen danach aus, ne? Ah, guck mal hier. Vor allem verstehe ich nicht, selbst wenn jemand in Schichten arbeitet, ist er irgendwann mal so zu Hause, dass er nicht die anderen auf die Nerven gehen muss, oder? Ja, das kann man ja auch dann durchaus mal nachmittags machen. Ja, zum Bleistift. Boah, ich werde echt... Boah. Aber na, die machen alles genau Mittag, wenn man davon ausgeht, dass Kinder schlafen oder generell vielleicht Mittagsruhe ist. Oder dann ab, weiß ich nicht, 19 Uhr. Ach, da krieg ich die Krise, krieg ich da. Oh je. Oh, Level 21. Oh. Ja. Irgendwie. Wie machst du das? Das ist eine sehr gute Frage. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Wie machst du das? Verrat uns dein Geheimnis. Ich weiß es selbst nicht, aber... Ich erzähl dir auch gleich ein Geheimnis. Hier unten ist ziemlich Party gerade. Ja, bei mir auch gerade. Warte, ich komm mal zu dir. Ich bin schon erledigt. Also... Ah. Achso. So, hier. Hier unten war irgendwie echt. Oh, ganz viele kleine. Jetzt gibt's nochmal hier. Schöne Explosion für alle Mann. Ah, das mit dem Dynamitangeln ist echt cool. Ja, das ist. Da muss ich mir mehr kaufen. Wir haben. Okay. Ich war ja in meiner Kindheit ganz gerne immer angeln. Richtig angeln, nicht mit Dynamit. Ich hätte da, glaube ich, gar keine Geduld. Ja, das braucht man wirklich. Ich habe auch immer noch mal vor, mein Onkel fährt einmal alle ein, zwei Jahre fährt er Hochseeangeln. Mhm. Also richtig nach Norwegen in so ein Fjord und dann holt er die großen Fische daraus. Ich hätte da immer so Angst, dass ich da über Bord gehe oder so. Ach, das geht. Das Einzige, was ich nicht kann, ist im Meer schwimmen. Nein, das kann ich auch nicht. Hast du da auch so komische Gedanken, dass da hier alles Mögliche... Ich habe totale Panik vor richtig krasser Tiefe, also wenn ich den Boden nicht mehr sehe. Ja, ich auch. Höhenangst ich kann überhaupt nicht mal kein Problem. See. Im See kann ich auch nicht baden. Oh, wir waren als Kinder immer. Meine Mom kommt ja aus der Eifel. Und was zur Hölle, wir sind schon fast 20 Minuten in der Aufnahme. Oh. Na, weißt du was, bevor wir da hier über das Baden reden. Ja. Verabschiede ich mich. Genau. Den machen wir hier noch, den dicken. Genau. Das Netter-Scheusal da, den Scheusal. Prügeln wir noch die Seele aus dem Leib. Genau. Und so freundlich gesinnt, wie wir jetzt sind, verabschieden wir uns jetzt einfach und dann reden wir in der nächsten Folge was baden. Ich hoffe, wir vergessen es nicht. Nee, glaube ich, vergessen wir auch nicht. Und alle, die gerne was baden sprechen möchten, das wollte ich gerade sagen, die uns zusehen möchten, aber das sage ich jetzt nicht, drücken bitte auf Gefällt mir. Na, das machen wir natürlich nicht. Ja. Ah, aber Gefällt mir geht immer, da freuen wir uns immer sehr. Richtig, genau. Genau. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.